Hallo und willkommen zurück zu Ghostbusters. Endlich kann ich wieder aufnehmen, richtig. Jetzt habe ich endlich mal neue Hardware hier. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt so passt vom Ton her. Ich hatte jetzt noch mal ein bisschen rumgefriemelt, eingestellt. Sehr lange eingestellt. Und ich hoffe, dass das jetzt alles soweit passt. Ich hatte schon eine kleine Probeaufnahme gehabt. Also ich hoffe mal, dass der Gegenstand, den ich gefunden habe, trotz allem noch sammelbar ist. Die Effekte noch ein kleines bisschen leiser und dann müsste das eigentlich passen. So. Gott sei Dank, ihr seid hier. Hier sieht alles gut aus. Wurde auch Zeit. Okay, anscheinend ist die Psychomasse 65 Meter über unseren Köpfen zur Ruhe gekommen. Die 13. Etage. Dieses Hotel hat keine 13. Etage. Keins der alten Grand Hotels hat eine. Da hat der Mann ein gutes Argument. Wir teilen uns einfach auf. Egan, du und der Neuling, ihr geht in die 12. Etage. Winston und ich sehen uns die 14. an. Sir, würden Sie bitte mit uns kommen? Gut, aber wir bleiben in Kontakt. Dieser Ort ist außerordentlich gefährlich. Natürlich sind wir neugierig und sehen uns ein bisschen um. Wir haben hier ja schon was gesammelt gehabt. Ein Gegenstand hatte ich nämlich noch gefunden. Wenn er nicht da sein sollte, wo er vorher war, dann zeige ich euch natürlich, wo ich ihn bekommen habe. Und lese euch den Text natürlich noch vor. Das ist leider so ein kleines Problem, wenn bestimmte Sachen hardware-seitig gespeichert werden, automatisch. Okay. Dann drücke man den Knopf, bitte. Schön. Sehen wir mal, was auf der 12. Etage ist. Du meinst, warum wir dauernd neue Geister sehen? Ja. Okay. Denk dir das Mandala wie eine Buslinie der Stadt. An den Haltestellen werden Geister oder wartende Passagiere in das System gezogen und dort festgehalten. So konzentriert sich ihre PK-Energie, die daraufhin zum nächsten Knoten oder zur nächsten Haltestelle weitergeleitet wird und so weiter bis zur Endstation. Bei jeder einzelnen Haltestelle absorbiert der Stationsmanager einen Teil der Energie. Das stärkt ihn, den Knotenwächter, sodass er die Geister unter Kontrolle halten und jeden vernichten kann, der zur Haltestelle kommt, um den Fluss zu stören. Diese Knoten oder Haltestellen sammeln die verwendete Energie, um einen zentralen Punkt zu speisen und bedrohen somit unsere Welt noch viel stärker. Ergibt das jetzt alles mehr Sinn? TGTG, total gefangene Transportgesellschaft. Ja, alles war ziemlich gut erklärt, bis die Passagiere in der Haltestelle gefangen wurden. Wann ist mein Leistungsgespräch nochmal? Ich verdiene mehr Aktienoptionen. Oh, junge Dame. Sie sind voller Überraschungen. Nach Ihnen, meine Liebe. Also, es war ziemlich furchterregend. Seid extrem vorsichtig. Das ist wahrscheinlich ein gefährlicher Konzentrationspunkt. Merkwürdig. Es kommt von überall und nirgends. Unmöglich, eine genaue Position auszumachen. Ray, bitte melden. Bist du da? Egan, was ist los? Wir hatten dich eine Minute lang verloren. Wir hatten einen Kontakt. Ich habe weitere Informationen zu dem Spinnenhexengeist. Der Manager sagt, die Behörden hätten sie nie gefunden, aber... Die Leichen hingen von der Decke. Ihr Blut war ausgesaugt und sie waren herumgeschleppt worden. Er sagt, man fand die Opfer in ziemlich üblem Zustand. Die Wände waren mit Blut bedeckt, die Möbel waren halb zernagt, zertrümmert und in einer Ecke wie zu einem riesigen Nest aufgestapelt. Sie scheint den Raum auch ziemlich übel verwüstet zu haben. Ich will nicht von der Decke hängen und Blut ausgesaugt bekommen. Ich sage dir nur so viel, ich will nicht in schlechtem Zustand oder vandalisiert gefunden werden. Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Und hier ist das verfluchte Artefakt. Tatsächlich darf ich es sogar noch sammeln. Bist du bereit? Die Phantomtoilette.
Ein Wunder, dass ich das nochmal sammeln durfte. Da ist sie ja. Phantomtoilette. 1906. Dieses beeindruckende Stück Ingenieurs- und Handwerkskunst, das seine Majestät König Edward VII. Als diplomatisches Geschenk vom marokkanischen Botschafter erhielt, war seit seiner Entstehung der Ursprung von Desaster und Tod. Dem Botschafter war natürlich nicht bekannt, dass ein tückischer Ertränkerdämon als Teil eines hinterhältigen Attentatsplans an den großartigen Thron gebunden worden war. Ein anmaßender Unterbutler wurde das erste britische Opfer des Nachtstudes, als der Diener ihn benutzen wollte. Noch bevor etwas dies tun konnte, der Unterbutler erlitt dabei einen schrecklichen feuchten Tod und die Toilette wurde schnellstens aus dem Palast des Königs entfernt und auf den Müll geworfen. Seit jener Zeit fand sie ihren Weg in viele Hände und Haushalte und brachte überall nur Schrecken und Tragödien. Selbst heute noch ist es schwer vorstellbar, dass so ein schönes Stück so unglaublich tödlich ist. Naja, schön ist relativ. Die sah schon ganz schön gammelig aus. Gut, das hat schon mal geklappt. Ups. Falsche Taste. Ich war's nicht. Lasst uns weitergehen. Das sieht nicht gut aus. Ray, bitte kommen. Ja? Was ist los? Wie lautete die Zimmernummer der Spinnenhexe? 1221. Nach ihrem Amoklauf wurde der Raum versiegelt, bis wir vor 5 Jahren renoviert haben. Hörst du das? Zimmer 1221. Ich glaube, dass... Hey! Wir müssen hier durch. Oh, begrüßt unsere Besucher. Mehrere Kontakte. Wir sind hier nicht mehr. So, Spinnenkrabbler. Klappe 6 Ungeziefer-Identität. Angriff, Distanz, Giftschwarm. Schwäche, Bosonfall. Spinnenkrabbler, enge Verwandte der Giftkrabbler, sind ebenfalls physikalische Manifestationen der Ungeziefergeister. Wenn auch von einer anderen Größenordnung. Begegnungen mit diesen Kreaturen wurden bisher nur auf der Geisterebene gemeldet, wo sie gewöhnlich die Vorboten anderer, noch gefährlicher Kräfte sind. Beide sieht sehr einladend aus. Das ist ein ganzer Schwarm. Der Vorsitzende schickt die kleinen Geister zu mir. Sie lieben mich. Sie machen mich stark. Der Boden durchläuft eine signifikante Metamorphose. Die Geisterwelt dringt aggressiv in unsere ein. Sie verwendet noch nicht mal ein Portal. Das ist äußerst übel. Ja, das sieht wirklich böse aus. Ganz schön verwüstet hier. Meine Knöchel? Du meine Güte, wir kennen uns doch kaum. Nein, ich... Wir... Was sind Sie? Nein! Hilfe! Nein! Bitte! Ah! Die Geisterwelt bricht durch. Es passiert früher, als wir gedacht hatten. Es scheint, als würde sich der Knoten hier konzentrieren. Wir könnten Hilfe brauchen. Ray, bist du da? Bitte melden, Ray! Anscheinend sind wir jetzt gefragt. Dann suchen wir mal 1221 und beenden das. Okay, er geht da lang.
ich gehe da lang, denn da ist nämlich irgendwas für uns. Der hermuslose Bart von B. Balasco. 1933, der russische Dämonologe Wladimir Belasco führte in den 20er Jahren und Anfang der 30er Jahre in ganz Zentralrussland Exorzismen durch. Er bemerkte dabei jedoch nicht, dass sich einer der von ihm vertriebenen niederen Dämonen in seinem Barthäusig niedergelassen hatte. Einem Bart, dessen gigantischer Wildwuchs den Neid der meisten Männer erregte. Nach dem Tod seines Wirtes verließ der dämonenbesessene Bart Belascos Gesicht und ging heimlich an Bord eines Frachters auf die Reise nach Amerika. Der Bart hat die Tendenz, sich am Kinn unwisse Opfer festzukrallen, um sie zu verhöhnen. Wer sich diese unterhalten, aber er richtet nur selten wirklich Schaden an. Ein böser Bart. Okay. Solange haben wir alles. Ist schon sehr geil gemacht, das muss man einfach sagen. Die ganzen Ortschaften und alles. Kommt! Spielt mit meinen Freunden! Lebende Kontakte! Na los! Jede Menge von den kleinen Spinnenviecher. Oh, seid ihr gekommen, um Spiele zu spielen? Oh, ich kenne viele Spieler. Nichts wie raus hier! Ich würde sagen, wir spielen ihr das Lied vom Tod. 1220. 1222. Kein 1221. Wo ist es? 1221 muss doch hier sein. Denk dran, nur weil wir es nicht sehen, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Ich weiß, wo ich lang muss. Genau deswegen gehe ich erstmal in die andere Richtung, denn da könnte nämlich auch noch was sein. Bin mir nämlich nicht sicher, ob wir schon alle Artefakte haben. Okay, da ist nichts. Denk dran, nur weil wir es nicht sehen, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Ja, ja, ich weiß es schon, ich weiß es schon. Gute Idee, das war die ganze Zeit da. Na, wirkt doch einladend. Ah, die hat sich auf jeden Fall hier einen kleinen Snack aufbewahrt. Das gefällt mir gar nicht, aber wir haben keine anderen Optionen. Komm zu mir, kleiner Mann. Hab keine Angst. Das war gut, geht. Wir sind im Unterschlupf der Spinnenhexe angekommen. Was sind das für welche? Mir gehören die nicht. Das sieht nicht gut aus.
hier gehört mir. Die stillen Männer, die wütenden Männer, die hungrigen Männer, die zappeligen. Ja. Jetzt seid ihr hier und das bedeutet, ihr gehört mir. Das sieht nicht gut aus. Das wird überhaupt nicht wehtun. Spielt mit uns. Zeit für einen Ritter im strahlenden Protonenpack. Hey. Hier sind auf jeden Fall auch noch kleinere Spinnen überall unterwegs. Sei nicht schüchtern. Ich mag keine schüchternen Jungs. Sucht mich doch, wenn ihr euch traut. Versuch mal, ein Signal aufzufangen. Genau das tue ich doch bereits. In die Richtung. In die Richtung. Dich hier beobachtet gefühlt? Jetzt mag ich spielen! Wir hatten ja gerade einen Ausschlag, aber irgendwie... Bereit für Heldentaten? Haben wir gerade zur Zeit. Vorsicht! Spinnenhexe, erhöhter Klasse 6 Überrest. Typ Gottheit, übergeordnetes Wesen. Angriff, Nahkampf, Distanz, Protonenstrahl. Diese unbekannte Frau, die Behörden konnten ihre Identität nie klären, lebte in den 20er mehrere Jahre lang im Hotel Sedgwick. Dort lockte sie aus Gründen, die nur ihr selbst und ihrem Meister Ivo Shandor bekannt sind, Männer in ihre Zimmer. In ihr Zimmer und ermordete sie dort, obwohl es unklar ist, ob die Männer ermordet wurden, bevor oder nachdem sie mal an die, man sie an die Decke gehängt hat und ihr Blut ausgesaugt hatte. Als Belohnung für ihre tatkräftigen Einsatz als Mitglied seines inneren Zirkels nutzte Shandor nach ihrem Tod seine beachtlichen Kräfte, um sie zu erhöhen.
und erzeugte so die Spinnenhexe. Als furchterregende Mischung aus Menschenspinne schützt sie jetzt zusammen mit ihren insektenartigen Handlangern Shantos Interessen in dieser merkwürdigen, missgestalteten Ebene, die direkt zwischen unserer und der Geisterwelt existiert. Das Ding wird stärker. Ich kenne sie nicht aufladen. Pass auf, links von dir. Lauf! Autsch. Es darf sich nicht wieder aufladen. Das war Helen. Wir wissen ja, wo das Vieh ist. Wow! Los, Bewegung! Autsch. Das Ding wird stärker. Okay, soweit so gut. Ducken! Das glaube ich nicht. Oh. Sich nicht aufladen. Okay, ich hab sie. Ich beeilen. Lauf! Autsch. Hey, ich bin auf deiner Seite. Entschuldigung. Es darf sich nicht wieder aufladen. Okay, in die Richtung. Dumme kleine Männer, kommt, spielt mit meinen Freunden. Oh, reißt sie auseinander! Mehrere Kontakte. Mandala-Karte.
Ray, Winston, melden. Seid ihr da? Egan, was ist passiert? Bist du in Ordnung? Der Rekrut hat die 13. Etage gefunden. Wir haben sie deaktiviert. Die PKE-Levels sind wieder akzeptabel. Dieser Knoten des Mandala ist voll neutronisiert. Alles klar. Wo bist du? Wir sind wieder in der 12. Etage und konnten nichts finden. Alles wirkt ziemlich normal. Wir sind anscheinend wieder im Rubinballsaal. Wir treffen uns beim Ecto 1. Damit haben wir wieder eine Mission erfolgreich. Egan, sag's mir nochmal, warum fahren wir ziellos im Nebel herum? Wegen des letzten Knotens weg. Wir schließen ihn und versiegeln das Mandala sowie die Geister darin. Ich will ja nicht nerven, Egan, aber ich sehe da kein Mandala. Was hast du gesagt? Shandor Island ist hier. Ich muss euch absetzen und dann wegfahren. Wenn das Ecto 8 sinkt, sind wir auch im Eimer. Ray, da du so begeistert warst, zur Geisterinsel zu kommen, sollte ich das Boot übernehmen? Ich dachte, ich mache eine nette Geste und als Resultat ernte ich nur argwöhnische Blicke. Ja, es reicht, ja? Und jetzt los! Denn niemand rennt dem eigenen Tod so gern entgegen wie dieser Typ. Wie ist die Geschichte dieses Orts, Egan? Ja gut, wir hören uns den Text an und dann machen diese wir diese Insel gehört seit Generationen den Shandors. Das Schloss wurde um 1860 erbaut. Ivo Shandor benutzte es als Zuflucht, Labor und Tempel für sich und andere Kultmitglieder. Okay, das ist alles gut und schön. Aber kann mir jemand erklären, wie eine ganze Insel sinken kann? In der Nacht, in der der letzte Shandor starb, gab es eine riesige Flutwelle. Und der Fluss verschlang die gesamte Insel. Shandor hatte die Insel Gosa geweiht und die Geisterwelt forderte sie zurück. Die Stadt hat Glück, dass das mitten im Fluss und nicht im Rockefeller Center ist. Zurzeit haben wir Glück. Aber bald wird die Geisterwelt weiter in unsere übergehen. Der dadurch entstehende Schaden ist unvorstellbar. Tja, ein ganz normal bescheuerter Tag im Büro. Jo. Der war ja noch nicht fertig. Anscheinend müssen wir die Treppe da nehmen, um reinzukommen. Das ist ein großes Loch, Leute. Ich schwimme im November nicht im Hudson River. Also, wie wollt ihr darüber kommen? Vielleicht funktioniert der Kran da noch. Aha. Also, wenn du das von da nach da bringst, wäre die Welt ein besserer Ort. Immer wieder, wenn ich gerade pausiere, bekommt nochmal Text. Sorry, Leute. Das versteinerte Boot war dir noch nicht genug? Jetzt willst du eine Art präkolumbianische Todesmaschine aktivieren? Präkolumbianische Todesmaschinen benutzen ein ganz anderes Prinzip. Tja, ich sehe keine Steuerung an dem Kran. Wie können wir ihn in Bewegung setzen? Hey, was ist mit dem Schleimschnapper? Nur keine Angst. So, jetzt aber. Danke wieder fürs Reinschauen und beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Und ich bin mal gespannt, wie Shandor Island ist. Denn ich gehe davon aus, dass dies das finale Kapitel ist. Also zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, danke wieder fürs dabei sein. Tschüss.